Aschien, ihr Zaresis und ihr Viperschrimps. Schönen guten Tag. Wir machen weiter mit Dead Island. Bommel, sag hallo. Hallo. So, wir wollten immer noch die Mission aus dem letzten Mal machen. Hole Loris Ehemann aus dem Autofrack. So, die Frage ist jetzt nur, was für ein Schnellreisepunkt ist das? Leuchtturm. Meint ihr, der lebt noch? Nach all den. Wollen wir uns den Wagen nehmen, rüberfahren oder wollen wir da gucken, dass wir da irgendwie einen Schnellreisepunkt bekommen? Düsen mal hin. Und düsen. Dann die wir können nicht hindüsen, wir müssen. Obwohl, doch, können wir, hä? Warum will der uns denn laufen lassen? Keine Ahnung. Hüpft rein, Ladies! Sekunde. Was hat er so Gutes? Ah, nichts Gescheites. Er will euch nur abziehen. Ja, ich bin schon weg. Avi, lass dich nicht wieder bequatschen. Von der Druckerkolonne da hinten. Ich hab 5000 von ihm bekommen. Ja, aber du hast doch letztes Mal 5000 verloren bei ihm. Ach, ja. Ich kann nicht dran denken an den Lümmel. So, geradeaus. Achso, ja, jetzt geradeaus, Entschuldigung. Ich sehe nichts mehr. Irgendjemand hat die Scheibe kaputt gemacht. Ja, der Zombie. Und dann die nächste rechts. Genau. Die Arme. Und dann. Oh, scharfe rechts, okay. Sollten wir schon fast da sein. Ja. 25 ist hier erlaubt. Pass auf, dass du nicht geblitzt wirst. Der ist jetzt echt oben. Du, aua. Überfahr mich doch nicht einfach. Ich lauf doch nicht da hoch. Seid ihr verrückt? John, just hang on, honey. Hey, hier ist Medikit. Das Medikit mit dem. Beschütze die Weavers. Wie sie beide versucht haben, aufs Auto zu hüpfen und keiner hat es geschafft. Kommen hier auch Gegner? Ja. Nee. Haben wir es geschafft? Halte F gedrückt. Das waren noch keine Gegner, die sind ja direkt umgefallen. Guck mal, da ist der Linwood. Ja, da ist ein Medikit und eine Axt, aber ich kann das nicht aufheben. Geht mir genauso. Bestimmt, wenn wir jetzt mit dem geredet haben, fällt das runter und dann können wir es nehmen. John, you're gonna be okay. Here, take what you need out of the truck. Hab schon gesagt. Okay, ich hab gar nichts von beiden gekriegt. Musst du früher aufstehen. So. Wassertanz könnten wir eigentlich noch machen, aber es gibt halt 0 EP, keine Ahnung. Wassertanz? Ja, das ist es an der Tankstelle, wir müssen den. Achso, ja, weil wir fertig sind schon. Finden. Such das Flugzeug aus dem Dschungel erreicht. Ja, die werden ja nicht angezeigt, die Mission, keine Ahnung, was sie damit meinen. Ja, keine Ahnung, dann Hauptmission, oder? Ja, dann bleibt ja nur noch. Also müssen wir nach Morsedi. Dann let's go. Warum habe ich jetzt keinen Wegpunkt? Weiß ich nicht. Weil du falsche Mission ausgewählt hast. Da warst du was zum Aufheben? Was da zum Aufheben? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Wollen wir nochmal gucken? Bestimmt nur die Benzinkanister. Achso. Okay. Bestimmt. Ja, stimmt. Aber die standen da ja noch. Ich schreibe mich, ob man die noch mehrmals aufsammeln kann und was bringt. Ja, die letzten hat er nicht angenommen. Wir haben ja auch die Trinkbecher nur durch die Gegend gefahren, weil er sie nicht genommen hat. Wir können auch nochmal zu Kim gehen, glaube ich.
Kim gibt ab uns... da Wasser? Ja, ich denke schon. Watch it. Okay. Hey, hey, komm mal runter. Oh, Kopf ab. Ich glaube, die müssen nur nicht ausgewählt, ich weiß nicht, wo sie ist. Irgendwo hier, ja. Okay, der Elektroschocker-Mod ist ganz witzig. Habt ihr sie gefunden, die Kim? Ich mein schon, müsste hier sein. Muss aber erst looten. Was hat. Hier hat ein Portemonnaie liegen. Gib mir das Portemonnaie! Weg da! Mein Portemonnaie! Arsch! Oh thank you. Oh thank God. Sammlerstück. Okay. Ich hab so viel abgegeben. Ein Level gestiegen. Hab keins mehr. Aber es hat gut XP gegeben gerade. Sei mal nicht so unverschämt. Sei mal nicht so undankbar, Bitch. Was? Wer? Wie? Wo? Ich will gerade gehen, weißt du, hab ihr 10 Wasser mit euch gegeben und sie so, habt ihr noch was? Hier ist ein Loch ohne Boden. Hier ist ein Ausweich. Was? Wo? Ja, auf dem Tisch. Uff, der Tisch. Hier, den habe ich schon. Okay. Warum habt die Schniedel mir nicht Bescheid gesagt? Haben wir. Okay. Oh, hier ist ein... Ja, nehmen wir mit. Hier ist wieder die Kiste zu. Grausamer Hammer. Blau. Was, ein blauer Hammer? Mhm. Den kann man gut verkaufen. Oh ja, den kann man wirklich gut verkaufen. Jetzt kommen langsam die besseren Waffen. Feuer! Yes! Guck, so muss man es machen. Hier ist noch was zum Sammeln, Leute. Ich weiß nicht was. Oh ja, 2 Sachen. Konserven. Können wir auch abgeben bei jemanden? Ja, ich weiß nicht, ob er sie noch nimmt. Ja, doch. Das war der Tagsack. Nimmt er. Was ist jetzt los? Einfach mal so eine Zeitlupe bekommen. Oh nein. Ein Exploder in der Tür. Was soll denn das? Wo bin ich denn hier gelandet? Haben wir hier schon mal? Wieder raus. Wie viel hat der 290 dabei gehabt? Nice. Nehme ich. Also die Exploder, wenn sie explodieren, geben sie ganz gut Geld, wenn sie sterben. Ja. So. Reparieren. Reparieren.
kosten, das abzugraden? Lohnt sich das überhaupt? Plus 21. Das heißt, plus 80. Bin ich bei knapp 300. Ah, nö. Wir warten mal. Zuverlässige Holzknüppel. Oben habe ich schon gequatscht. Wir müssen jetzt irgendwo außen hin. Okay. Wir müssen den Truck fahren. Leer. Und immer schön die PCs mitnehmen, jeden Mal, jedes Mal, wenn man reinkommt. Robin, da. Steig aus. Wir können los. fahr einfach. Lass ihn da. suche einen Mechaniker auf, um den Truck verstärken zu lassen. Achso, lol. Mit VR SD kann man die Plätze tauschen. Ja. Ich habe letztes Mal F gedrückt, deswegen. Und dann bin ich ausgestiegen. So. Wo ist denn der Mechaniker? Da oben, okay. Okay, ja. Ah, da ist das Wasser für Kim in den Dingern. In den Händen, was da siehst an der Karte. Komm, Raffi, du schaffst das. Aber Bobo, warum schnallst du dich auch nicht an? Ja. Bin zu dick. Passt nicht. Hast du, okay. Yeah. Frag mich trotzdem, was Raffi gerade macht. Ja, der Wegpunkt ist gerade aber echt komisch. Na, wir müssen aber hinten rum. Ja, ja. Jetzt musst du rechts runter, Raffi, runter hinter dir. Oh, irgendwie ich hätte über den Grasweg gekommen. Ja. Und ich friemel mich hier durch die scheiß Tankstelle. Hätte die mir aber auch mal sagen können. Solch kann ich als Navi nicht. Bei mir hat er auch gewackelt, also, muss ich jetzt gesehen. Also der Beifahrer muss immer gucken. Ich bin kein Beifahrer. Um die Ecke und dann sind wir schon fast da. Das sind erstens Konserven für nett gewesen. Ich lauf den Rest. Der nimmt einfach alles mit. Ja. Kavallerie. Da. Warum brennt er noch? Oh, hier müssen wir bestimmt irgendwo wieder rein. Hier ist ein Dietrich Stufe 3 benötigt. Jo, Sekunde. Achso. Wir wollen gar nicht hier weiter. So, wo ist er, Daniel? Ja, da um die Ecke. Ja, stopp. Ist schon richtig. Ja. Ja, hier, komm zurück. Ist der Bobo. Achso, sorry. Oh, kann man verkaufen. Jupp.
So, dann machen wir die Mission weiter. Vorne geht's rein. Warte darauf, dass andere Spieler fortfahren. Ich hab mich zu dir geportet. Get in, quick. Hi. Achso, wir müssen gar nicht reinfahren. Ist ja praktisch. Hier ist noch eine Kiste, Stufe 1. Let's open this up. Oh, kann man verkaufen. Immer schön reparieren. Munition. Was? Mhm. Seid ihr schon so weit, dass ihr bei Dying Light mit Pistolen spielen könnt und so? Im ersten? Ja. Also eher gesagt, ich hatte es da sehr gut, weil Raffi hat ja schon mal gespielt. Wir haben einfach Plus gestartet. Ach so. Also ich habe ja Raffis Waffe schon. Ich weiß nicht, wie viele Male wir es schon durchgespielt haben. Hier liegen auf jeden Fall Medikits an der Wand. Ja, jetzt habe ich auch endlich eins. Okay. Ne, Inventar. Ah, ich habe 7 mittlere Medikits. Sollte ein paar Minuten reichen. Warte, dass andere Spieler hier reinkommen. Oh nein, das explodiert. Oh, Glück gehabt. Die hat unser Auto abgezogen. Pass auf, jetzt haben wir gleich einen Panzer. Ja, wir müssen jetzt Zombies killen. Aber jetzt mal ohne Wiss, wie soll man diese Protantanks anzünden? Pistole draufschießen. Ja gut, dass sie hier so viel rumliegen und wir noch keine Pistole haben. Das ist halt natürlich. Ich glaube, mit der alten, die Pistolen gut benutzen kann, kannst du eher welche finden. Glaube ich. Hm. Okay. Wer findet, darf's behalten. Herausforderung aktualisiert. Ich hab die alte geknüpft. Ja, mach dauerhaft. Noch einen geknüpft. Geld geklaut. Ich habe auch noch Geld bekommen. Mann, die rennen alle weg. Ich glaube, Geld kriegen mal alle, oder? Ja, wir bekommen das Geld alle. Das Bär war so frisch. Zack. Wer kam denn da jetzt mit seinem Muschi auf mich gesprungen, Alter, wie so ein Geisteskranker? Bleibe wachsam, bis der Mechaniker seine Arbeit abschließt. Naja. I'm done. Hätte man auch schöner machen können, oder? Er hat einfach nur Stäbe dran geschweißt. Und unser Licht kaputt gemacht. Guck dir das mal an. Nee, das Licht ist noch da. Ja, aber rechts hat er kaputt gemacht. Aber seine Tochter ist hübsch. What? What? I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Hey. Is this what you need? Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. Doch, du kommst mit mir. Wir heiraten. Honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Raffi und Daniel haben einfach viel zu viel Herz. Go on now. Yeah. And don't you lose hope. Live your life. I love you. Ich dich auch. Immer diese Möchtegern-Rapper, die da immer reinreden. Ja, ja.
One-Hit-Wonder, wenn ich bitten darf. Ja, deswegen, er möchte gerne rappen. Hey, ich hatte immerhin einen Hit anscheinend. Hey, wir können jetzt bei ihr lagern. Unsere Sachen. Hey, cool. Kommt die jetzt mit uns, oder was? Mom. Also die... This is where auf der Straße, wir können... Let's do it. All set? Let's... Rede mit Jin. Jins Lager. Ah, okay, okay, okay. Ja. Schönen guten Tag. Oh, ich sitze neben mir. Hi. Man fummel sie ja nicht, das ist meine Frau. Wo fahren wir denn hin? Sie weiß es nur noch nicht. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Okay, wir müssen unten links hin. Da können wir auch die Finish-Halter C mitmachen. Okay. Genau. Weiter geradeaus. Ich gucke jetzt nur auf die Karte gerade. Ich hoffe, du fährst anständig. Genau. Durch den Tunnel durch. Ey, das scheiß Metall, Raffi, das nimmt dir echt die Sicht. Geradeaus. Weiter geradeaus. Da vorne dann gleich scharf links. Genau, jetzt. Und jetzt einfach nur die Straße folgen, bis zum Ende. Alle Viere. Habt ihr eigentlich auch Wii Sports für die Switch? Oder habt ihr eine allgemeine Switch? Ja, eine Switch haben wir. Ja, aber kein Wii Sports, ne. Habt ihr... Da haben wir eher so Mario Kart und so. Ja, das habe ich... Also, beziehungsweise mein Vater hat sich das gekauft. Der hat sich auch eine Switch geholt. Der spielt das ab und zu mal. Gestern kam auf die Schnapsidee und hat gesagt, ja komm, lass mal Bowling gegeneinander spielen. Macht Spaß, ne? Ja. Wir hatten es für die Wii und für die Xbox One damals, die Kinect. Oh, das wird, glaube ich, eine üble Stadt, ja. Oh ja. Das sind Psychos. Okay, der ja, Typ gut. Wird glaube ich ekelhaft. Ach Quatsch. Alles gut, Schatz. Wir werden alle retten. Jetzt folge uns. Ich hab das Ding gefunden. Und wir müssen noch zu ihm. Aua, ich bin fast tot. Aufpassen, Nate. Ich bin tot. Bitte helfen Sie mir. Der Bruno, der Rian. Schnellreisepunkt haben wir, Jungs. Hallo, Scheng. Hier ist ganz viel Essen, falls noch einer verletzt ist. Ne, alles gut, ich hab mir ein Medikit gespritzt. Du nimmst das ganz harte Zeug, hä? Ja. Mächtige Sichel. 301 Base Damage. Aber nur in grün. 301 Base Damage.
Könnte ich eigentlich meine Sicht. Das sind Nonnen? Ha, ich weiß das. Also das kann schon mal weg. Alter, das ist schon wieder so eine kranke Kirchenscheiße hier, Alter. Bestimmt auch so eine Sekte. Wie in Help Me Outlast. Outlast? Hast du Outlast mal gespielt? Nur mal angeguckt, aber selbst gespielt noch nicht. Oh, Outlast ist der zweite Teil war creepy. Da passt selbst mir manchmal zu. Ich hab gerade, der erste wäre schlimm gewesen. Nein, der zweite. Also ich fand den zweiten ekliger. Okay. Gut, von also von der Brutalität der erste, ja, aber der zweite hatte so dieses Brainfuck, weißt du, wie ich mein? Dieses. Okay. Ja. Da kannst du echt nicht sagen, nix sagen. Red Ferret hat echt gute Spiele. Auf wann ist es jetzt eigentlich verschoben worden? Dieses Jahr. Was denn auch? Twice oder was? Ja. Der Twice, genau, ja. Und wer von euch heilt den zwischendrin? Wie meinst du heil? Hier ist ein Bauplan, Giftverteilung. Ich habe immer ein Medkit. Nein, warum willst du handeln? Warum willst du handeln? Das ist ein Kirchenglockenschlüssel gewesen. Der Bimmeling hat aufgehört. Das ist schön. Da, ich sag doch, guck, die gehen schon wieder hier ab. Das ist auch so eine Sekte. Oh, neue Upgrades. So. Keine Ahnung, ich müsste jetzt. Level 16, aber leider nicht so stark. Schade. 21% kritischen Trefferchance. When the madness started. Please. Und hier kannst du gleich verbessern und ausrüsten. Ich hab eine Kaltkritik angenommen. Ich nehme einfach mal alles an, was ich sehe. Wer hat die Quest gegeben? Kirchenfrau. Ah ne, das ist schön. Wo ist denn die Kirchenfrau? Hier, bei mir. Die in ihrem Kleid. In ihrem Kleid. Ach da. Gefälschter Streitkolben, okay. Oh, der hat eine Folgequest, oder? Ja. Impossible. Oh, hier gibt's richtig viele Quests. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen mal kurz jetzt alles hier noch an. Ja. Und dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Oh, hier ist ein blauer, grausam, exotischer Strahlkolben im Blau. Let me know when. So. Hier haben wir auch noch eine Nebenmission. Hier gibt's noch ein Reward bei mir. Guck mal, ja. Ja, Raffi. Die sieht gut aus. Die hat mir über 3000 gekostet. Bei den Boss Selbstmörder. Oh, hier oben ist noch ein Fakt. Wo? Bei dir? Ja, bei mir oben. Wie bist du hochgekommen? Über die Treppe. Gut. Okay. Dann würde ich sagen. Genau. Wir verabschieden uns für die Folge. Genau. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.